herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt es ein Back-to-School-Video. Etche, Betche und Hi. Ich waren gerade bei Müller und wir haben uns zu viele Schulsachen gekauft. Und ich wollte sie euch einfach mal zeigen. Außerdem bereite ich mich jetzt auch schon ein bisschen vor, weil die Sommerferien enden bald, Leute. Das heißt, wir müssen wieder zur Schule. Und können wir hier so eine traurige Musik einblenden? Man viel motivierter ist, wenn man so coole Marker und Stifte hat. Ich. Und Ella zeigt euch gleich ihren Haul mit ihren bunten, schönen, geilen Pastellmarkern. Aber freut euch. Es kommen auch langweilige Mappenhefte und Umschläge, aber das mache ich ganz schnell damit. Lasst bis jetzt einen Daumen nach oben da und abonniert sie. Und sie. Sie heißt Etche Betche. Oh, kannst du dich Etche Betche nennen? Nein. Das ist mega geil. Schreibt es in die Kommentare, wenn sie sich Etche Betche nennt. Oh, nein. Okay, dann würde ich sagen. Was ist das in mein Haar? Ein Fusel. Let's go! Bei Müller! Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von den Dingen, die ich gekauft habe. Den ganzen Haul zeige ich euch jetzt zu Hause. Also Leute, ich fange mal an mit den ganzen Mappen, weil das Beste kommt zum Schluss. Auf jeden Fall, das sind hier alles die Mappen. Auf jeden Fall habe ich hier eine gelbe Mappe, a black one, eine weiße, eine, ja, so eine roséfarbene. Nein, das ist nicht rosé, oder? Doch, schon. Das ist meine Postmappe. Eine lilane, eine rosane, also eine pinke und dann nochmal eine rote. Auf jeden Fall haben wir so 50.000 Ringbucheinlagen. Liniert, 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 liniert und liniert. Ja, ich habe nur liniert, weil kariert brauche ich nicht. Das einzige Fach, wo ich kariert brauche, ist Mathe und da habe ich ein Heft. Deswegen, das kommt auch hier zur Seite. So, dann geht es weiter mit den Heftes für mein Deutsch. Also für die Klassenarbeit in Deutsch. Das ist dann nochmal Deutsch, Mathe, Bio, Kunst und ein Vokabelheft, was ich eh nicht nutzen werde. Und ein Grammatikheft, was ich ebenfalls nicht nutzen werde. Das ist beides hier für Englisch. Ja. Hema-Haul. Und zwar kommen wir jetzt zu meinem sozusagen Hema-Haul. Und zwar habe ich mir da so ein Etui geholt. Ein mega schönes blaues. Weil ich habe einfach zu viele Stifte und deswegen brauche ich... Das ist jetzt das vierte Etui. Ja, das ist so ein, ich glaube, da sind so Palmen drauf oder irgendwelche Blumen, keine Ahnung. Und das Nice daran ist, es hat zwei Fächer. Also hier und hier. Also hier passt schön viel rein und das ist genau das, was ich brauche. Und da meine Lieblingsfarbe ja blau ist, ja, fand ich das einfach voll cool, weil hier sind auch noch solche Bommeln dran, Pompons. Und das, der Reißverschluss ist halt so gold und ich liebe sowas und ich fand das einfach voll schön. Deswegen habe ich es mitgenommen. Und ich lerne auch ja, für meine Klassenarbeiten und ich brauche ja auch irgendwie so ein Heft dafür. Deswegen habe ich das hier mitgenommen. Das ist auch von Hema. Da steht Welcome to the Jungle. Da sind so Tiere und Pflanzen drauf und das fand ich einfach mega schön und ästhetisch. Das Coole daran ist, das hat halt hier immer so Abtrenndinger. Hier, seht ihr das? Es ist dann ein bisschen übersichtlicher. Deswegen ist das jetzt mein Klassenarbeitsheft zum Lernen. Und jetzt geht's weiter. Ich habe nämlich noch zwei weitere Sachen von Hema gekauft. Und zwar so ein Etikett-Dingens. Also ganz viele Etiketten für die Mappen. Weil ich finde die anderen einfach ein bisschen langweilig. Da wollte ich das aufpeppen. Das finde ich passt ganz gut zu meinem Etui. Und weil... Auch zu meinem Schulranzen, den zeige ich euch gleich nochmal. Ja. Und zu diesem Klassenarbeitsheft, da brauche ich die auch. Hier sind 20 Stück drin. Das sind einfach solche, ich finde das passt auch ganz gut zum Sommer so. Blau, orange, gelb, gold, weiß, einfach alle schönen Farben zusammengemixt. Ja, deswegen fand ich das ganz gut.
Jetzt kommen wir zum letzten und auch coolsten, was ich von HEMA gekauft habe. Und zwar so ein Heft, aber das ist nicht irgendein Heft, so ein langweiliges Heft mit Papier drin. Und zwar so ein Heft, wo solche Sticky Notes drin sind. Ich zeig's euch mal. Einmal so ein Regenbogen hier und wenn wir das Ganze aufschlagen, haben wir hier so mega nice Post-its drin, ne? Mit den Ausschriften. Positivity is power, more love, you can, notes, remember to do, dann noch so eine Sprechblase, ein Herzchen, nochmal yes. Wie gesagt, wollte ich ja ordentlich im neuen Schuljahr bleiben und organisiert, deswegen können mir diese Post-its hier helfen. Zum Beispiel, wenn ich Hausaufgaben aufhabe im Buch, kann ich die einfach hier nehmen als To-Do und dann irgendwie da draufkleben, damit ich das direkt finde und so. Das ist schon ziemlich nice. Deswegen habe ich das mitgenommen. Ich finde das auch mega cool mit diesem Regenbogen hier. Das ist so ein Heftes. Ja, und ich fand die Muster und diese Sprüche auch voll nice. Deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen. Das ist auch von HEMA. Ja, jetzt kommen noch zwei... Ja, Sachen von Topmodel, das habe ich mir früher mal gekauft und habe die immer noch, aber die sind wirklich cool. Und zwar einmal solche, solche Gelstifte, in Neonfarben, die malen super gut und ja, kann ich gut gebrauchen. Und dann habe ich mir nochmal solche, Brush Pens geholt, also hoch in Pastellfarben. Ich zeig euch mal eins. Ja, ich nehme jetzt mal blau. Die haben halt so eine Spitze hier. Auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite haben die so eine ganz feine Mine. Und das fand ich auch cool. Und ich liebe ja Pastellfarben. Deswegen nehme ich das auch mit. Das packe ich irgendwo in eine Ecke in meinem Rucksack. Ja. Kommen wir auch schon zu den ganzen Stiften, Radiergummis, Anspitzer, Markern und so. Das habe ich jetzt auch gerade von Müller gekauft. Als erstes diese Uhu-Sticks hier, so ein Dreierpack. Kann man gut gebrauchen, vor allem im Kunstunterricht. Habe ich hier so einen Friction-Stift geholt. Und dann sind hier nochmal so drei, wie heißen die? Patronen, genau, danke. Ich muss einmal kurz haben. Jahre später. Und dann nochmal für meinen Füller solche Patronen von Pelikan. Ja, ich glaube, jeder braucht in der Schule Bleistifte, deswegen habe ich einmal so einen dünnen und einen dicken geholt. Die sind von Faber-Castell, genau. Und passend zu den Bleistiften habe ich jetzt auch nochmal so ein Radiergummi, auch in Stiftform. Ich finde, der ist mega gut, der radiert einfach so alles weg. Da sind keine Spuren mehr, deswegen hole ich mir den immer wieder nach. Dann einmal so ein Fineliner von Stabilo, genau. Ja, Tintenkiller von Lamy. Ja, kommen wir auch zu den zwei Highlights dieses ganzen Einkaufs, sagt man das so? Ja. Und zwar, diese mega geilen Buntstifte in Pastellfarben. Ich habe die ausprobiert, die sind einfach... Nee, also wirklich, die sind nice. Ich schaue euch einfach diese Farben an. Die sind einfach voll schön. So Pastell, ich mag's. Auch Pastellfarben feiert wie ich, dann würde ich euch diese Stifte empfehlen. Die sind von Faber-Castell. Das war aber... Oh, jetzt habe ich es gezeigt. Das war aber nicht das einzige Highlight. Es gibt noch ein Highlight, und zwar diese Highlighter. Okay, das fand ich witzig. Auf jeden Fall habe ich mir die mitgenommen, weil die sind einfach voll schön. Die Farben sind wieder Pastell, weil ich liebe Pastell, deswegen habe ich die mitgenommen. Die sind auch von Faber-Castell. Ja. Okay, also das war jetzt erstmal der Haul. Es hat ziemlich lange gedauert, aber ich schneide ein bisschen was raus. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal mein Etui, meine ganzen anderen Sachen. Fangen wir an mit meinem Etui.
Und das ist der hier von Setch. Die Rückseite beachten wir nicht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, okay. Wie der so dreckig sein kann. Was macht mein Augenbrauengel? Und mein Brush-Pinsel hier drin. Ich hab den gesucht. Oh mein Gott, mein... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das war in meinem Etui. Das habe ich gesucht. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich mache jetzt erstmal alles hier raus. Okay. Ja. Ich sag nichts. Das ist eh nicht so. Auch mal weg gerade jetzt. Ja. Cool. Auf jeden Fall sortieren wir jetzt, also wir räumen ein bisschen auf und sortieren die neuen Sachen wieder schön ein. Ich räume gleich auf, natürlich. Leute, jetzt geht's weiter mit dem Ausmisten und wieder ordentlich einräumen. Ich habe gerade, wie ihr gesehen habt, alle Sachen, die in meinem Etui drin waren, rausgeräumt. Und jetzt müssen wir ein bisschen ausmisten. Im Etui sind auch voll viele Sachen wie leere Tippex, Rollen, Patronen und so. Das muss ich jetzt alles wegwerfen. Okay, als erstes spitzen wir unsere ganz Buntstifte an. So, wir sind jetzt ready mit dem Anspitzen, genau gesagt, ich nicht so. Also, die kommen jetzt hier rein. Die andere Seite kommen jetzt noch diese Marker hier. Und jetzt kommen noch diese Gelstifte von Top Model hier rein. Und die Brush Pens von Top Model auch. Geht das überhaupt noch zu? Ich hoffe schon. And ready! Und jetzt geht's weiter mit dem Setch Etui. In die Mitte kommen jetzt hier die zwei Bleistifte und der Radiergummi. Hier nochmal einen blauen Bleistift. Und diesen Friction hier. Und meine Schere. Mein Panda Tacker. Dann habe ich hier noch so einen Stift. Den kann man auch wegradieren. Mit so einem Panda-Gesicht. Dann habe ich hier zwei Tintenkiller für meinen Füller. Ein Fineliner. Ein Klebstift, genau. So Leute, ich bin jetzt endlich fertig mit dem Etui und dem ganzen Ausmisten. Also, die zwei sind jetzt ready. Jetzt müssen wir uns um die ganzen Mappen kümmern. Und zwar habe ich ja Umschläge und Hefte und so. Die ganzen beschriften wir jetzt gemeinsam. Fangen wir an mit den ganzen Mappen. Die beschriften wir jetzt erstmal. Und wie gesagt, hatte ich da ein paar Etikettendinger geholt. Ja. Ja. Ich bin jetzt fertig mit den ganzen Mappen und Heften und ich habe keine Lust mehr. Aber bevor wir jetzt aufräumen, räume ich diese ganzen Mappen und so noch in mein Tornister ein. Und jetzt ist der Moment gekommen, ich zeig euch meinen Ranzen. Ich sag immer Tornister, das hört sich so erste Klasse rucksackmäßig an. Das ist, was ich meine. Okay, das war sehr elegant. Auf jeden Fall, das ist mein Rucksack von Setch. Der sieht ein bisschen zerknittert aus, weil er ist auch zerknittert. Es liegt daran, weil wir haben den in der Waschmaschine gewaschen, deswegen ist er ein bisschen zerknittert. Aber das ist mein Rucksack. Sieht ziemlich nice aus, oder? Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt an. Die erste Mappe hier ist Philo. Wow. Das nächste ist meine Postmappe. Alles ein bisschen durcheinander. Dann folgen Mio. Und
jeden Fall kommt das Fach jetzt hier rein in meinen Rucksack. Jetzt noch die ganzen Hefte. Ready, steady. Also das war's auch schon mit diesem YouTube-Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg im neuen Schuljahr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.